Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana und wir wollen euch heute die Ersteinrichtung der 2023er OLED-Modelle von LG zeigen. Am Beispiel der G39-Serie gehen mit euch Schritt für Schritt wirklich durchs Menü durch, was die Ersteinrichtung betrifft, und schauen uns am Ende natürlich das neue WebOS 23 an. Ja, wir starten mit der Ersteinrichtung, indem wir den OK-Button drücken, so wie es von uns verlangt wird. Dann geht es wie schon gewohnt mit der Sprachauswahl bzw. danach dann anschließend mit der Länderauswahl weiter. Bestätigen das Ganze. So, an der Stelle habt ihr die Möglichkeit, auf zwei unterschiedliche Arten euren Fernseher einzurichten, entweder über den Fernseher selbst oder aber auch über ein Mobilgerät, sprich über euer Smartphone oder Tablet mit der entsprechenden LG ThinQ App dazu. Wir machen das aber in dem Fall hier am Fernsehgerät direkt. In dem Moment sucht er nach eurer Netzwerkverbindung, das heißt, wenn ihr das Ganze per LAN angeschlossen habt, wofür wir auch immer plädieren bzw. wozu wir euch raten, erkennt er das hier an der Stelle automatisch. Ansonsten würdet ihr hier an der Stelle aufgefordert werden, euer WLAN-Netzwerk zu wählen und entsprechend eure Daten einzugeben, sodass das Ganze dann verbunden werden kann. An der Stelle wird jetzt geprüft, ob ihr irgendwelche externen Geräte mit eurem Fernseher verbunden habt per HDMI, das heißt Soundbars, Blu-ray-Player, ähnliches an der Stelle. In unserem Fall sind keine gekoppelten Geräte verfügbar, ansonsten würden die euch hier angezeigt werden. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit einzustellen, wie ihr Fernsehen schaut. Das heißt Setup-Box, damit ist ein externer Receiver gemeint, beispielsweise Sky oder ähnliches. Ihr könnt natürlich auch die internen Tuner vom TV nutzen. Ihr könnt auch beides nutzen oder mittlerweile ja auch immer mehr, wenn ihr gar keinen Tuner nutzen möchtet, das heißt ausschließlich über irgendwelche Streaming-Plattformen geht, könnt ihr hier an der Stelle keine auswählen. In unserem Fall ist ein Antennenkabel angeschlossen. An der Stelle wählt ihr jetzt aus, wie ihr den TV aufgestellt habt, das heißt entweder an die Wand montiert oder auf dem meist im Lieferumfang enthaltenen Tischstandfuß. Ganz wichtig bei der G-Serie ist ja normalerweise nur die Wandhalterung mit dabei. Wir haben das jetzt hier mit einem Standfuß optional erhältlich aufgebaut, das heißt wir wählen den Ständer aus. An der Stelle könnt ihr jetzt auswählen, ob ihr die künstliche Intelligenz in Bezug auf Bild und Ton aktivieren oder deaktivieren wollt. Das machen wir an der Stelle und bestätigen auch das. An der Stelle geht es dann darum, dass ihr die Möglichkeit habt, euren Fernseher in den Modus stets bereit zu setzen. Das heißt, hier wird mit Umgebungssensoren bzw. Bewegungsmeldern gearbeitet. Wenn ihr beispielsweise den Raum betritt, dass der Fernseher automatisch angeht, dass der Fernseher automatisch ausgeht bzw. in Richtung Spracherkennung. Das könnt ihr hier an der Stelle deaktivieren oder aktivieren. Wir aktivieren das Ganze mal und bestätigen auch das. Wir hatten ja eingangs ausgewählt, dass wir über die internen Tuner das Ganze betreiben möchten. Das heißt, hier wählt ihr jetzt aus, welche Art von Empfang ihr nutzt. Antenne, sprich DVB-T, terrestrisches Fernsehen, Kabel, DVB-C oder Satellit, DVB-S. So, der Sendersuchlauf ist jetzt beendet. Ihr seht, es wurden viele Sender gefunden. Je nachdem, welche Empfangsart ihr habt, also sprich Kabel, Satellit, kann das natürlich ein paar Minuten dauern. Da braucht ihr nicht nervös zu werden. Das ist ganz normal. Hier an der Stelle, das ist jetzt auch neu bei den 2023er Geräten, hatten wir jetzt so ein kleines Willkommensvideo, nenne ich das Ganze mal. Der aktuelle Bildmodus ist die optimale Einstellung, um Energie zu sparen. Hier nochmal der Hinweis bezüglich der neuen Energieverordnung. Die Geräte sind natürlich oder entsprechen alle der neuen Energieverordnung. Ihr könnt das natürlich in den Bildeinstellungen jederzeit ändern. Das heißt, wenn euch das von der Helligkeit her nicht reicht oder ähnliches, könnt ihr das natürlich verändern. Die Hersteller sind allerdings dazu verpflichtet, die Geräte erst einmal so voreinzustellen. Das bestätigen wir und dann sind wir auch mehr oder weniger eigentlich schon am Ende unserer Ersteinrichtung und können direkt loslegen. Auf den ersten Blick sieht es natürlich nicht großartig anders aus. Im WebOS, also sprich in der Benutzeroberfläche, hat sich aber doch einiges getan bei LG 2023. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, beziehungsweise ich gebe euch mal einen kurzen Ausblick, was sich wesentlich geändert hat.
Starten wir zunächst direkt mit den Einstellungen. Ihr seht das hier, das Menü ist tatsächlich von der Aufmachung her etwas anders geworden, vom Design her. Ihr habt hier an der Stelle, wo ich jetzt gerade drauf bin, wo das hell hinterlegt ist, euren aktuellen Verlauf hinterlegt. Das heißt, da, wo ihr zuletzt drin wart in der Einstellung, das wird euch hier an der Stelle angezeigt. Ihr könnt hier über den Bildmodus direkt, wenn ihr das einmal anklickt, könnt ihr hier den entsprechenden Bildmodus einstellen, so wie ihr das gerne hättet. Wir legen das jetzt einfach mal auf Standard fest. Habt hier das gleiche für Ton auch noch. Könnt hier direkt das Audioausgabegerät wählen, sprich ob ihr den Fernsehlautsprecher nutzen möchtet oder ob ihr extern was angeschlossen habt. Kommt hier beispielsweise auch direkt in die Timer-Funktion, in die Schlummerfunktion sozusagen. Wenn ihr abends vorm Fernseher sitzt und euch den Timer stellen wollt, könnt ihr das direkt hier ganz bequem einstellen. Wir können den augenschonenden Modus auch für gerade abends schauen ein- und ausstellen. Habt hier auch die Möglichkeit, den Bildschirm direkt auszuschalten. Das heißt, wenn ihr einfach nur Musik hören möchtet, braucht ihr den Bildschirm nicht laufen lassen. Könnt ihr hier an der Stelle direkt machen. Das einmal zu dem Startbildschirm der Einstellungen. Ihr habt hier natürlich die Möglichkeit, auch noch in die normalen Einstellungen reinzukommen. Das kennt man dann auch von der 2022er Serie. Da hat sich dann nicht viel getan. Das ist im Endeffekt gleich geblieben. Nur der Schnellzugriff als solches hat sich etwas geändert. An der Stelle könnt ihr wie gewohnt Software-Updates durchführen, euch die Benutzeranleitung anschauen. Ihr könnt das TV-Gerät notfalls zurücksetzen. Ihr habt allgemeine Einstellungen bezüglich der OLED-Pflege und kommt hier zum Beispiel auch in die Sendereinstellung rein. Und auch die wollen wir uns jetzt einmal anschauen. So, wir sind hier in den Sendereinstellungen und gehen einmal in den Sendermanager und haben jetzt hier die Möglichkeiten, entweder alle Programme zu bearbeiten, also sprich alle, die gefunden worden sind, oder wir können uns hier auch unsere Favoritenliste anpassen. Wir gehen jetzt einfach mal auf alle Programme bearbeiten. Da wird dann nochmal ausgewählt oder angezeigt, was für eine Empfangsart ihr letztendlich gewählt habt. In unserem Fall ist es Kabel, gefundene Sender 252. Beispielsweise, wir wollen das erste in HD bewegen. Sieht man hier sehr schön mit der gelben Taste und können das einfach verschieben. Und jetzt ist es an der vierten Stelle. Ihr könnt hier an der Stelle, solltet ihr mehrere Empfangswege nutzen, natürlich auch in die anderen Senderlisten reingehen. Könnt das Ganze auch natürlich noch für Radio machen. Könnt aber auch in dem Fall zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet das erste in HD, wenn wir mal dabei bleiben, direkt auf einen bestimmten Sender legen und nicht mit den Cursor-Tasten hoch und runter gehen, könnt ihr beispielsweise sagen, ihr wollt es nicht mehr auf der 4, sondern auf der 1. Entweder könnt ihr das hier per Bestätigung machen oder ihr gebt die Sendernummer direkt ein über die Tastatur auf der Fernbedienung, sagt abschicken und schon ist das erste HD wieder auf 1. Also ganz simpel. Weiter geht's mit einem kurzen Ausblick in die Toneinstellung. Hier hat sich ja bei LG auch ein bisschen was getan in diesem Jahr. Das heißt, ihr habt jetzt noch mehr Soundmodi hinzubekommen, die ihr hier auswählen könnt. Gerade in Bezug auf Gaming könnt ihr hier auch direkt den Gaming-Soundmodus auswählen. Bei der Audioausgabe könnt ihr dann nach wie vor wählen, was ihr angeschlossen habt, welche Audioausgabe ihr nutzen wollt. Beispielsweise nur den Fernsehlautsprecher, ihr habt kabelgebundene Lautsprecher. In dem Bereich wird es tatsächlich noch im Laufe des Jahres per Software-Update eine Neuerung geben. Schaut euch hierzu gerne unser Produktvideo von der G39-Serie an. Das ist die Wow-Serie von LG, aufgeteilt in Wow Cast, Wow Interface und Wow Orchestra. Da gehen wir ein bisschen näher darauf an, was es damit auf sich hat. Aber das wird dann auch hier entsprechend zu finden sein. Ihr habt hier in den erweiterten Einstellungen noch mehr die Möglichkeit, das Ganze zu personalisieren. Das heißt, hier geht es in Richtung Equalizer nachher. Ihr könnt sagen, auch hier, wie ihr das Gerät installiert habt, um den Ton bestmöglich zu optimieren. Und all diese Experteneinstellungen würdet ihr dann hier an dieser Stelle finden. So, wir haben uns jetzt einmal mit unserem LG-Konto angemeldet. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze natürlich zu personalisieren.
Das heißt, wenn ihr in die Kontoeinstellung reingeht, habt ihr hier die Möglichkeit, ein Konto hinzuzufügen. Wir haben das jetzt mit meinem Konto letztendlich gemacht. Da geht es im Endeffekt darum, wenn ihr mehrere Konten habt, beispielsweise je nachdem, wie viele Leute bei euch wohnen, habt ihr die Möglichkeit, euch euren Startbildschirm zukünftig komplett zu personalisieren. Das heißt, der Fernseher ist so intelligent mitzubekommen, was ihr am liebsten für Inhalte schaut und kann euch das gezielt ausspielen. Das heißt, der eine guckt vielleicht Sport, hat die Möglichkeit, sich Sportinhalte anzeigen zu lassen, der andere interessiert sich halt für News aus dem Gaming-Bereich oder ähnliches und so habt ihr halt die Möglichkeit, euer eigenes Profil auszuwählen und komplett personalisiert euren Startbildschirm zu haben. Mal als kleines Beispiel, weil wir gerade bei dem Thema Sport waren. Wir gehen hier mal in die Sport-App oder Sport-Alarm-App von LG rein. Hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ihr euch für Bundesliga interessiert, könnt ihr sagen, ich nehme den entsprechenden Verein eurer Wahl. Ich will jetzt keinen auswählen, nicht, dass es hier zu Diskussionen führt. Oder halt auch hier in der Premier League könnt ihr euren Verein auswählen und würdet halt entsprechend News und Infos zu eurem Verein angezeigt bekommen. Ihr habt die Möglichkeit, hier natürlich auch über den Reiter Musik, ganz klassisch Musik zu hören. Spotify ist auch wieder mit an Bord, YouTube, die bekannten Streamingdienste, Amazon Music und so weiter und so fort. Könnt ihr euch hier alles zusammenstellen, eure Playlists, wie ihr das gerne hättet. Genauso kommt ihr hier halt komplett ins Spielmenü bzw. ins Gaming-Dashboard rein. Habt hier den neuen bzw. Streaming-Anbieter GeForce Now mit dabei. Google Stadia ist ja nicht mehr auf den Geräten drauf. Dafür jetzt, wie gesagt, neu GeForce Now. Und zu guter Letzt habt ihr hier sogar die Möglichkeit, Homeoffice ist ja ein immer größer werdendes Thema, über den Bereich Homeoffice euch entsprechend euren Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten, sodass ihr das Ganze zukünftig auch auf eurem LG OLED-Fernseher nutzen könnt. Könnt hier euren Remote-PC, Laptop, wie auch immer anschließen und schon geht's los. Wie gewohnt findet ihr hier unten verschiedene App-Vorschläge. Die Sortierung ist erst einmal vorgegeben, die könnt ihr natürlich auch jederzeit ändern. Ihr könnt Sachen, Kacheln rauslöschen, die euch nicht interessieren, könnt die weiter nach vorne schieben. Das geht dann an ganz letzter Stelle über die App-Liste bearbeiten. Habt ihr die Möglichkeit beispielsweise zu sagen, Join interessiert mich nicht, das lösche ich raus. Netflix möchte ich gerne nach ganz vorne setzen, kann ich ganz einfach über die Cursor-Taste. Ansonsten werden euch hier auch momentan beliebte Inhalte vorgeschlagen und je nachdem, wie viel ihr genutzt habt bzw. wie viel ihr schon angeschaut habt, wird dieser Inhalt oder diese Inhaltsvorschau, Vorschläge, wie auch immer, komplett auf euch nachher personalisiert dargestellt. Ihr habt die Möglichkeit, hier über die LG-Channels natürlich auch Fernsehen zu gucken, könnt aber euch beispielsweise auch oben das Wetter anzeigen lassen, je nachdem, wie ihr das gerne hättet. So, vielleicht noch kurz zwei, drei Kleinigkeiten. Ihr habt auch die Möglichkeit, über den Hub letztendlich eure anderen LG-Geräte bzw. IoT-fähigen Geräte mit einzubinden, sodass ihr die komplett über euren Fernseher steuern könnt, sei es Kühlschrank, Waschmaschine, wie auch immer. Das könnt ihr dann an der Stelle machen, über den Startseiten-Hub, wie gesagt. Ihr habt natürlich, wie bei LG gewohnt, auch die Möglichkeit der Bildergalerie. Die ist an dieser Stelle Kunstgalerie. Da sind einige Kunstwerke schon voreingestellt. Hier könnt ihr moderne Kunst, Rainy Season, also da zwischen unterschiedlichen Bereichen wählen, wenn ihr kein schwarzes Bild haben möchtet, solange der Fernseher aus ist, sondern euch irgendwelche künstlerischen Meisterwerke anzeigen lassen wollt, könnt ihr das natürlich nach wie vor an dieser Stelle machen. Und zu guter Letzt vielleicht noch einmal, habt ihr natürlich auch den Webbrowser mit dabei. Das heißt, wenn ihr mal ganz kurz einfach was nachschauen wollt im Browser, euer Handy, euer Tablet nicht zur Hand habt, keine Lust habt, den Computer anzumachen, könnt ihr das natürlich auch hier entsprechend über den integrierten Webbrowser machen.
Wir sind auch mehr oder weniger am Ende unserer Ersteinrichtung angekommen. Vielleicht abschließend nochmal, ihr seht das hier im Hintergrund, wir haben einfach mal die GeForce Now App geöffnet. Wir werden in diesem Jahr ein komplett separates Video nur für den Gaming-Bereich machen. Viele von euch haben sich das wirklich gewünscht. Da gehen wir komplett nochmal auf das neue Gaming-Dashboard von LG ein, zeigen euch Einstellungen, wir werden eine aktuelle Konsole anschließen und das Schritt für Schritt nochmal mit euch durchgehen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, deswegen das in einem separaten Video. Wir fassen nochmal zusammen, was haben wir heute mitgebracht. Wir haben die neue 2023er OLED-Serie von LG mitgebracht mit dem neuen WebOS 23. Wir haben die Ersteinrichtung mit euch durchgeführt, haben euch so ein paar Ausblicke in die neue Benutzeroberfläche von LG gegeben, Tipps und Tricks, haben uns mal angemeldet mit unserem Konto, sodass ihr sehen könnt, dass ihr zukünftig viel, viel mehr Personalisierungsmöglichkeiten habt bei LG. Und ich finde, der erste Eindruck ist wirklich super. Man muss sich sicherlich etwas damit auseinandersetzen, weil vieles wirklich neu ist, aber ich denke, den Dreh wird man schnell raus haben. Ihr habt natürlich auch komplett die Möglichkeit, das Ganze über euer Smartphone oder Tablet zu steuern. Wenn euch das ja einfacher fällt oder ähnliches, ist da wirklich die Menüführung oder die Benutzeroberfläche auf den mobilen Endgeräten auch sehr, sehr einfach gestaltet. Ich spreche da aus Erfahrung. Für mich wirklich eine runde Sache. Ich würde sagen, sollte euch unser Video gefallen haben, lasst gerne ein Like da, kommentiert auch gerne dieses Video. Wir freuen uns da wirklich, sollte euch irgendwas gefehlt haben in der Ersteinrichtung. Die Tipps helfen uns da wirklich weiter. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht, zumindest einen kurzen Ausblick zu geben. Ansonsten abonniert auch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. So erhaltet ihr stets Benachrichtigung darüber, sobald wir ein neues Video hochladen. Schaut euch auch gerne unsere anderen Videos zur 2023er OLED-Serie von LG an. Hier erfahrt ihr auch noch ganz, ganz viel Neues über die Geräte. Ich freue mich aufs nächste Video und bis dahin, ciao.